Jetzt kommt ein ganz tolles Buch, also was mir sehr gut gefallen hat, und zwar In Männerkleidern, das verwegene Leben der Katharina Margareta Link, alias Anastasius Lagrantinus Rosenstengel. Es beruht auf einer wahren Geschichte oder einer wahren Person, und ich liebe ja solche Geschichten. Und da will ich auch nochmal ganz doll die Autorin loben, die Angela Steidele. Also die hat wahnsinnig gut recherchiert, wissenschaftlich, und hat das alles auch richtig gut umgesetzt. Sie hat auch für dieses Buch oder für mehrere ihrer Bücher Preise bekommen, und für dieses Buch In Männerkleidern hat sie auch den Gleim Literaturpreis bekommen und lebt in Köln. Und in diesem Buch geht es um die Katharina Link, und zwar war das die letzte Frau, die in Europa während der Unzucht mit einem Weibe hingerichtet wurde. Aufgewachsen ist sie im Waisenhaus in Halle, und da legte sie auch schon als 15-Jährige Männerkleider an und nannte sich Anastasius Rosenstengel. In diesen Kleidern hat sie sich ausgepolstert, sage ich mal so, mit so Sachen und so, dass es halt rüberkommt, als wäre sie ein Mann. So. Und das hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Und hat auch den Weibern, sag ich mal so, den Weibern hat man früher genannt, den Frauen, nachgestellt. Sie hatte ein sehr interessantes Leben, ist überall rumgekommen, hat als Prophet rumgewandert, hat in einer pietistischen Sekte gelebt, kämpfte als Musketier im spanischen Erbfolgekrieg, desertierte und arbeitete dann als Handwerkerin, ehe sie dann 1917 eine andere Frau heiratete, aber als Mann quasi. Und da gibt es hier auch vorne und hinten so eine ganz schöne Karte, wo eingezeichnet ist, wo sie überall war, wo sie rumgekommen ist und auch welche Orte in diesem Buch, also die Orte, die erwähnt wurden in dem Buch quasi, wo sie rumgekommen ist. Genau, und diese Angela Steidele hat das alles recherchiert, denn es gibt noch die Aufzeichnungen von dem Prozess, der damals gemacht wurde, von diesem Inquisitionsprozess. Und der preußische König Friedrich Wilhelm I. hat sie persönlich zum Tode verurteilt. Genau. Und sie hat das alles wirklich wahnsinnig mit Witz, Abenteuerlust erzählt. Und ich finde es auch sehr interessant, dass diese zahlreichen Dokumente über die Jahrhunderte wirklich erhalten wurden. Und man erfährt das auch. Also es ist so im ersten Teil die Lebensgeschichte von der Katharina, und im zweiten Teil gibt es dann die Quellenangaben, wo sie alles nochmal aufzeichnet, wo das zu finden ist, mit Bildern auch von dem Wohnort, also ist alles total interessant. Wer sowas gerne liest, so Biografien, Erinnerungen, und sich auch für die Geschichte interessiert, also ich kann das wirklich sehr empfehlen, und es ist wirklich wahnsinnig gut recherchiert. Und da, genau, und an den Stellen, an denen es keine Belege gibt, mutmaßt die Autorin, aber da schreibt sie dann Szenarien, die dann vielleicht eher so den Wunschvorstellungen kommen, aber das ist dann auch so ein bisschen mit Kopfkino verbunden. Aber trotzdem ist es wirklich ein tolles Buch für Leute, die Biografien in so einer Art und in dieser Art und Weise lieben. Genau. Also mir hat es wirklich sehr gut gefallen und es war wirklich sehr interessant.